Moin und herzlich willkommen zurück zu God of War, zum zweiten Versuch, um die Sinne von Thor platt zu machen. Im letzten Part haben wir richtig aufs Maul gekriegt. Es geht auch gleich am Kontrollpunkt weiter. Also, auf die Plätze, fertig, los! Jo, moin! Ja. Junge, konzentrier dich! Oh Mann, was ist denn da los? Ja. Gut. Atreus? Schnell ausweichen. Was ist er denn für einer? Stimmt er? Ja, das ist immer scheiße. Ja. Da weiß man auch. Ehrlich gesagt, nee. Magni. Ja. Magni, der Fettsack. Ja. Ich brauch Heilung. Oder nein. Wieder verkackt. So. Codex. Da müsste doch eigentlich Ressourcen, Trauben, bla bla bla, Orga, Wilder, Hescher, Hika, Dunkelalben, Brock, Mimir, Weltenschwange, Baldur. Haben wir noch nicht. Das war klar. Diese Informationen, die sind auch richtig beschissen. Die kriege ich ja immer erst, wenn ich die Leute umgebracht habe. Halt! Yeah! Ja. Junge! Konzentrier dich! Ja. Alter, die können auch so viel ab, das ist nicht normal. Ja, dieser komische Strahl ist auch schon wieder. Verstehen. Ich brauche Heilung. Ist da noch eine Heilung? Nicht blocken, warum mache ich das denn nicht schon vorher? Ja. Es wäre eine Ehre gewesen sein, es bei jemandem an ihm zu treiben. Ich freue mich schon!
Bam! Nein! Wie hast du... Du weißt ja nicht, was... Du elende Schwein! Jetzt du! Komm her, du Feigling! Ich reiß dir den Kopf ab! Die Krankheit. Wieder das Fieber. Nein! Alles gut. Junge. Der Husten, das Blut. Der Junge ist krank, er braucht Freya. Nein! Ruhig. Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Mir geht's gut, siehst du? Oh, Magni und Modin, wir haben sie endlich besiegt. Im Auge behalten. Siehst du, jetzt kommt dieses Bestarium. Der ältere Sohn von Thor. Er hatte ein riesiges Schwert, konnte Blitze erzeugen und war echt gemein. Vater hat ihn getötet. Mit der Axt ins Gehirn. Batz! Ja, Mann. Okay. Magni und Modin. Modi ist übrigens der Lieblingssohn tatsächlich von Thor. Also ich weiß, dass in der nordischen Mythologie Modi auf jeden Fall Modi das bessere Ansehen hatte als Magni. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht. Kann ja mal vielleicht einer von euch googeln und mal in die Kommentare schreiben. Der jüngere Sohn von Thor, ein unbarmherziger Widerling. Er kann auch Blitze schleudern und kämpft mit Streitkolben und Schild. Er lief davon, nachdem Vater seinen Bruder Magni umbrachte, aber wir werden ihm sicher wieder begegnen. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, töte ich ihn. Na klar, Junge. Also. Kann ich da nochmal reintreten? So, den zweiten Kampf. Den dritten Kampf haben wir dann endlich gewonnen. Oh. Legendär, vom Blitz durchgezogenes Metall verwandt von Thors Familie, dient zur Verbesserung von Knäufen mit Schockschadeneffekten gefundenen Schatzkarten verstecken. Was ist das? Frostflamme! Korrekt! Bockt. Das bockt doch mega. Also, bevor wir uns jetzt hier an dem Dolch ranmachen. Ich wollte noch mal gucken, ob es hier noch irgendwas anderes gibt, was wir uns vielleicht noch... Folge mir, Atreus. Bin unterwegs. Nee, nee. Bleib mal ruhig da. Okay, aber es scheint so, als wenn... Hör ich da was? Es scheint auf jeden Fall so, als wenn hier nichts mehr ist. Und deswegen... Ich mache nochmal hier eben schon meinen Sound ein bisschen lauter. So. Oder bedienen wir uns mal. Tja, ein kleines Stück reicht. Reicht das? Sollte reichen. Damit können wir die der magische Meißel und euch an euer Ziel bringen. Übrigens, jetzt können all diese magisch versiegelten Türen geöffnet werden, wie die gleich um die Ecke. Ihr könnt durch diese Tür jetzt, da ihr den Meißel habt. Okay, müssen wir das? Ich weiß es nicht. Hier kommen wir nirgends hoch, ne? Da können wir nirgends lang. Hier können wir auch nirgends hin. Na gut. Das Spiel will es so, dass wir die Tür öffnen. Finden Sie den Bindepunkt mit L, drücken Sie dann R2, um zuzuschlagen. Ja, ich habe jetzt wieder nur den kleinen Monitor auf. Ich sehe das jetzt natürlich nicht
alles ganz so gut, deswegen muss ich immer so ein bisschen gucken. So. Oh, nee, das war die falsche Einstellung. So. Also, jetzt habe ich schon ein bisschen größer. Mit links gucken. Kalt. Oh, ja, da ist heiß. Da hauen wir mal rein. Finden wir. Oh, da müssen wir auch noch mal reinhauen. Wunderbar. So. Du hast Magni getötet. Das hat er. Er war ein Gott, aber du hast ihn getötet. Ein rangniedriger Aase vielleicht, aber ja. Und sein Vater ist Thor. Nicht rangniedrig. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? Ja, Atreus weiß natürlich immer noch nicht, dass wir auch ein Gott sind. Aber ich glaube, es wird langsam mal Zeit, dass wir Atreus die Wahrheit erzählen. Ich finde, er hat ein gutes Recht darauf. Kommen wir hier irgendwie rein? Wahrscheinlich wieder nur, wenn wir diese komischen Siegel finden. Ah, da oben ist eins. Also ich werde jetzt nur mal auf schnelle Welle gucken, ob wir die finden. Da oben ist auf jeden Fall eins. Was haben wir noch? Das war's, ne? Vielleicht gibt's hier im Vorort noch irgendeins. Vorort, sag ich schon. In dieser komischen Halle. Höhle, Tunnel, was auch immer. Warte mal. Komm ich da hin? Ich kann es mal ausprobieren. Siegel zerstört. Ja, wahrscheinlich muss ich da hochklettern und von da aus werfen. Probieren wir das Ganze doch mal. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Kann man hier irgendwas sehen? Da kann ich jetzt noch nicht hin. Vielleicht. Hier können wir runter. Okay. Ah, was ist das denn da? Aber von hier können wir auch noch nichts sehen. Ah, da oben! So, da ist noch eins versteckt. Zweites Siegel. Finden wir noch ein drittes? So, ich glaube, die aufmerksamen Zuschauer von euch, die haben das bestimmt schon wieder gesehen. Was ist das? Wollen wir mal rausschießen? Ah! Siehste, so kriegt man auf jeden Fall die Kiste. Kann man da nochmal raufschießen? Da passiert aber nichts. Schade. Schokolade. Ah, ist jetzt nur noch ein Siegel, ne? Hätte ich da die Kette vorher schon runterschmeißen sollen? Oder ist das das hier? Nee. Naja gut. Wollen wir uns nicht allzu lange jetzt damit aufhalten, dann haben wir es halt erst nicht. Ist auch nicht so schlimm. Ich denke mal, wir schaffen das auch so. So, da habe ich aber auf jeden Fall noch Hack übersehen. Da springe ich jetzt nicht runter. Aber ist ja, irgendwie will ich das ja schon irgendwie haben, ne? Ah,
da blinkt doch irgendwas. Bin ich da richtig? Da muss ich doch wieder runter, ne? Guck mal, da seht ihr das? Da leuchtet das da so ein bisschen. Wenn ich da mal hinziehe, kann ich da vielleicht dran. Ah, zerstört! Alter! Maschine! So. Daniel. Oh. Ein toter Ogger. So, das gibt's natürlich auch wieder ordentlich. Hack. 5345. Sauber. EP und eine Frostflamme. Nee, Eiskatalysator. Legendär. Ein Splitter eines Hellgletschers. Mit ihm kann der Talisman der unendlichen Stürme verbessert werden. Mies. Wo kommen die denn weiter? Kannst du da mal drauf schießen? Da passiert nichts. Also, da haben wir die Truhe aufgekriegt, das Tor aufgekriegt. Jetzt können wir guten Gewissens auch weiter. So, jetzt aber Hoddelihü. Und einmal die Kette. Ich kenne einen Ort, an dem ihr vielleicht brauchbare Moment, Schätze findet. Hier waren wir schon mal. Aber wie geht's zurück? Moment, nein, ja, ja, herein. So, jetzt wollte ich einmal ganz kurz gucken. Leviathan-Axtverbesserung, Klauenbogenverbesserung. Axtknauf. Schwellnis. Ja, das macht mich ja alles nur noch viel schwächer. Das ist die einzige, aber dafür habe ich nicht genug Ressourcen. Okay, der Talisman. Bla bla bla. Erhalten Sie einen Rage-Schub, verfügt auch über einen passiven Effekt, der den Rage-Zuwachs im Kampf erhöht und Spartas Rage verlängert. Okay, das heißt L1, der. Ausrüsten. Wunderbar. Jetzt machen wir noch. Die verbessern wir nochmal. Zicke Zacke, haben wir auch gemacht. Jetzt machen wir noch den Clownbogen. Auch nochmal verbessern. Sehr geil. Ich kann den Clownbogen nochmal verbessern. Herbe. Der Bogen. Und zurück zu dir. Okay, da brauche ich wieder eine Frostflamme. Axtknauf können wir auch noch mal gucken. Ah, nee, da waren wir eben gerade, ne? Das ist der Schwachsinn. Ja. Stets zu Diensten. Das heißt, in den Fertigkeiten haben wir jetzt wieder mehr Auswahl, ne? Oh, Bombe. Was haben wir denn da Schönes? Wir haben jetzt noch freigeschaltet. Zielen und drücken Sie mit bloßen Händen, um den sofort zurückzurufen. Boah, Digga, das brauche ich. Der Angriff sieht echt saftig aus. Den gönne ich mir. Was haben wir da noch? Zielen und drücken Sie R2 mit losen Händen. Digga, den brauche ich auch. Was haben wir hier noch freigeschaltet? Oh ne, der sieht ein bisschen gay aus. Aber den brauchen wir, um die anderen auch freizuschalten. Okay. Was ist das? Wechseln Sie die Kampfhandlung. Boom. Auch ganz nett vom Ding her. Ups.
Schildkampf. Ich muss echt viel mehr. Ich will meine ganze XP jetzt auch nicht verballern, weil da kommt bestimmt noch geilere Sachen. Magieangriff. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Das war auf jeden Fall der Part für heute. Der nächste Part wird am Donnerstag rauskommen. Und bis dahin, wenn euch der Part gefallen hat, beziehungsweise das Video, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr noch kein Abonnent seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bats!